Hallo und herzlich willkommen zu unserem Temptation Talk. Freut mich, dass ich neben dir sitze. Freue mich auch. Wir sind bei Folge 4 und 5. Könnt ihr bei RTL Plus angucken. Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Und wenn ihr ein RTL Plus Abo bisher noch nicht besitzt, dann bekommt ihr über meinen Code 50%. Und zwar auf den zweiten und dritten Monat. Der erste Monat ist umsonst. Code und alles, wie es funktioniert, unten in der Videobeschreibung. Yes. Gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit ist das doch super. Und es gibt auch Chucky als Serie, Staffel 1 und 2, weil ihr mich immer fragt, wo kann man das gucken? Bei RTL Plus? Na. So, also Temptation. Die Folge 4 war das Lagerfeuer dann von Jana Maria. Mhm. Und ich fand, natürlich hat sie schlimme Bilder bekommen, aber sie hat die Bilder bekommen, die sie erwartet hat, oder? Das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich ja, wahrscheinlich auch irgendwie nein. Also weil irgendwie geht man ja, glaube ich, auch würde ich jetzt so sagen, in diesen Test rein, in der Hoffnung, dass gar keine Bilder kommen, so, also oder jedenfalls nicht solche Bilder. Oder man hat auch genau das erwartet, kommt aber, also ist jetzt sogar ist schwierig zu beantworten. Also ich meine, wenn ich da teilnehmen würde, also ich will nicht teilnehmen, ich sage jetzt aber nur mal, dann würde ich gar keine Bilder erwarten. Weil wenn du bei Lagerfeuer 1 schon solche Bilder bekommst, wohin soll sich das denn noch steigern? Auf der anderen Seite habe ich ja nur auch ein Interview gemacht mit ihr und du weißt ja auch die Vorgeschichte schon von allem. Tja, vielleicht hat sie doch damit gerechnet, weil wir wissen ja, wie das war. Naja, er hat halt auch die Intelligenz einer Wollmaus, ja. Also das muss man ja jetzt auch mal sagen. Er ist einfach nur notgeil ohne Ende. Das war er schon bereits bei Bachelor in Paradise, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, dass die beiden da zueinander gefunden haben. Mhm. Also der war ja auf alles scharf, was sich bewegt. Und er lässt ja jetzt auch gar keinen Moment aus, sich mit seiner Verführerin hier irgendwie, also da mal auf Abstand zu gehen. Ganz im Gegenteil. Alle sind schon im Bett, die treffen sich nochmal draußen, ne? Dann sind nochmal Berührungen und dann kommt auch sie wieder. Ah, oh, ja. Also wir sind natürlich so eins wie eine Einheit. Sind so 9 Dualseelen, ne? Ja. Ich muss ehrlich also, sagen. Also das sind die Dummseelen, aber nicht die Dualseelen, sorry. Also ich mag ihn ja, muss ich dir sagen. Und ich hab ihn natürlich auch bei also jetzt, ich finde das, was er. Naja, ich kann ihn als Mensch mögen, aber ich kann das verurteilen, was er macht in der Show. So, ich kann das differenzieren. Zu mir war er korrekt. Er kann das nicht differenzieren. Ja, aber das ist sein Problem, nicht meins. Ja. Ich finde das, was er macht, schwierig. Ich finde auch ehrlich gesagt bei ihr so krass, dass ich das Gefühl habe, dass sich da nach so kurzer Zeit schon, wie ich finde, fast eine emotionale Bindung entwickelt, was ich ehrlich gesagt noch viel krasser finde, als wenn die jetzt einfach nochmal also kuscheln würden oder so, was auch schlimm ist, aber weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl so, sie ist schon total in love irgendwie mit ihm. Also und ja, bei ihm und bei also, ihm, ja, und bei ihm entwickelt sich das auch. Welche hat diese Frau? Also bei ihm entwickelt sich das auch und weiß ich nicht, finde ich krass irgendwie. Also einfach so, weißt du, was ich daran so krass finde? Einfach dass dieses, also erstmal darf man ja nie vergessen, dass da Kameras laufen und das wissen die ja. Die wissen ja, dass sie in einer TV-Show sind. Da habe ich immer das Gefühl, da müsste die Hemmschwelle eigentlich beim Menschen schon mal viel niedriger sein. Ist aber nicht der Fall. Und dann auch, du nimmst einfach nur kurz die Partnerin weg quasi und dann wird die sofort, ja, andeutungsweise durch eine andere ersetzt. Das finde ich total crazy und da muss ich sagen, ich glaube, wir wissen jetzt schon, wenn man das sieht, dass es kein gutes Ende nehmen wird. Und man sieht ja auch, dass es Jana Maria damit nicht gut geht. Ja, aber man muss jetzt auch sagen, also es ist der schlechteste Cast von allen Temptation-Staffeln, die ich bisher gesehen habe. Also das ist wirklich der absolut miserabelste Cast. Die sind nicht mal ein Jahr zusammen. Mhm. Na gut, Lorik sind 2 Jahre zusammen, aber Mimi und Yannick sind genauso lange, also auch kurz zusammen. Und dann haben wir noch Kader Loth und Easy aus dem Seniorenheim recycelt. Ja? Also das ist also eine Zusammenstellung, die überhaupt nicht zündet. Ich glaube auch nicht, dass noch irgendetwas passieren wird, dass wir noch Highlights erleben werden. Wir werden Umut vielleicht nochmal
beim Knicknack sehen, dann der totale Zusammenbruch von Jana Maria. Bei Mimi und Yannick, da wird gar nicht so viel passieren. Der wird auch nie gezeigt eigentlich, ne? Der wird gar nie gezeigt. Das denn sieht man beim Lagerfeuer mal sitzen, ja. Ne? Und das war's. Natürlich kam da so eine Aussage, ich weiß nicht, war es in Folge 4 oder 5, als Mimi dann meinte, also Verbote in der Partnerschaft gehen ja gar nicht. Er wollte mir ja Onlyfans verbieten und wir wissen ja schon. Also wenn man mit Onlyfans auch wirklich Geld verdienen möchte, ja, dann muss man schon sein Innenleben zeigen. Ja. Sonst bringt das ja gar nichts. Ja. Und das würde ich mir jetzt von einem Partner auch nicht wünschen. Also ich finde... Ich hatte mal einen, der es gemacht hat. Ja. Ja, aber pass mal auf, ich finde das, was sie sagt, ich finde, sie bringt das alles in einen ganz komischen Kontext. Also es geht hier ja gar nicht um Verbote, aber es geht auch um den Fakt, wenn mein Freund jetzt als Beispiel sagen würde, ja, ich möchte jetzt Onlyfans machen, ich möchte da alles zeigen, also sie hat zwar gesagt, nur oben rum, aber ist ja egal, dann finde ich, darf ich bei dir bestimmte Sachen sagen? Ja, ne? Ja, ja. Das ist eine Form von Sexarbeit und ich finde, da muss man mit dem Partner schon mal drüber sprechen, ob das okay ist, hat ja gar nichts was mit einem, also sie hängt das so an die Wand und nach dem Motto, das ist ein Verbot und ich denke mir so, hä, aber ist doch legitim, dass man über solche Sachen sprechen muss, genauso wie man generell über bestimmte Entscheidungen in der Partnerschaft sprechen sollte. Und wenn sie generell überhaupt nicht bereit dazu ist, mit ihrem Partner über bestimmte Sachen zu sprechen, dann frage ich mich, warum sie eine Beziehung führt. Entscheidungen, die ich doch treffe, die betreffen indirekt auch meinen Partner. Also und ich fand das dann auch ehrlich gesagt so bei jetzt Denise und diese Lorik-Situation, weil dann Denise hat ja auch gesagt so, ja, ich finde das nicht so schlimm und ich wollte auf dem Playboy und Lorik wollte das nicht. Ich finde auch das irgendwie ist, ne, es geht ja gar nicht darum, dass er sagt, du darfst nicht, sondern dass, wenn der Mann sagt, ich finde das als Beispiel nicht so cool, umgedreht genauso, jetzt stell dir mal vor, es würde ein Magazin geben, wo die Männer komplett blank abgelichtet werden, dann ist es doch auch legitim, wenn die Frau sagt... Es gab ja das Playgirl. Ja, aber gibt's ja nicht mehr, aber dann ist es doch legitim, wenn die Frau auch sagt, du pass auf, ich würde es nicht so cool finden, ich würde mich freuen, wenn du es nicht machst, so. Also... Das muss ich dir sagen. Bei den Reality-Stars, die wir haben, sage ich dir ganz ehrlich, ich würde mal, kann Burda nicht mal wieder hier das Playgirl auflegen. Es gibt bestimmt potenzielle Männer, die nach einer Reality-Show oder vor einer Reality-Show auch da mal blank ziehen würden, um da einfach ein bisschen Gleichberechtigung zu schaffen. Außerdem würden mich die Bilder mehr interessieren. Also da muss ich dir wirklich sagen, diese Thematik fand ich von Mimi total komisch aufgearbeitet. Und ich muss auch nochmal sagen, weil du vorhin gesagt hast, schlechtester Cast ever, diese Problematiken, die ich sehe, einmal durch das, was du schon gesagt hast, Kader und Izmir oder wie heißt, kann man sofort rauslassen, easy. Und zum Beispiel bei Denise und Lorik, wenn ich dann das jetzt so sehe und dann wird zum Beispiel diese Thematik gebracht, ja, er hat sich immer krank gestellt und ist dann heimlich feiern gegangen. Also das sind ja schon Situationen, die dort thematisiert werden. Da sage ich dir ganz ehrlich, Malkiel, da interessiert es mich doch gar nicht mehr, ob die sich in der Sendung treu bleiben oder nicht, weil das doch schon allein das Gründe sind, weswegen die sowieso danach getrennte Wege gehen, weil da gar kein Grundvertrauen da ist, weil die sich belügen mit solchen einfachen Sachen. Also da interessiert es mich als Zuschauer gar nicht mehr, schaffen die diesen Test oder nicht, weil es an den Basics scheitert. Und die Basics sind Ehrlichkeit. Und Vertrauen. Ja, und Vertrauen ist nicht vorhanden. Jana Maria und Umut genauso, hat man ja auch durch mein Interview nochmal gesehen. Ich habe ja die ganze Vorgeschichte aufgearbeitet. Keinerlei Vertrauensbasis. Solche Beziehungen sind für mich gescheitert. Und dann gibt es Leute, die schreiben bei mir ins Video, schreiben drunter Ramon, aber man muss doch auch mal irgendwie mit Treue und man kann auch mal über Dinge hinwegsehen. Moment mal. Also erstmal, finde ich, muss man sich von Anfang an einen Rahmen schaffen und am Ende ist, wie du gerade selber gesagt hast, doch das Vertrauen das Wichtige. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, dein Partner mich belügt und dies macht, das macht, da kann ich doch nicht irgendwann drüber hinwegsehen, wenn ich jedes Wort anzweifeln muss, was mein Partner mir sagt. Das, ich finde, bei Vertrauen kann man nicht drüber hinwegsehen. Also ich finde, wie gesagt, ich finde, dass das Ganze ein ziemlicher Griff ins Klo ist dieses Mal. Ich hätte mir da ein bisschen vielleicht mal andere oder spannendere Konstellationen gewünscht, vielleicht für die normale Staffel. Hopefully besser oder interessanter. Aber ich glaube einfach auch, verstehst du, das ist jetzt auch ein Format, muss ich dir sagen, das hatte sowohl in der VIP als in der Normalo-Staffel eigentlich ihren Endpunkt erreicht. Du kannst das, was war, nicht nochmal toppen. Also nein, du kannst weder Nico Lega toppen, noch die Geschichte zwischen Alex und Vanessa. Problem ist,
damit hätte man sagen müssen, okay, und das war Temptation, wir überlegen uns ein neues Format oder kaufen ein neues Format, ein Punkt um. Ja, ich finde aber trotzdem, dass man spannend, ich weiß genau, was du meinst, man kann dieses Krasse nicht mehr top, ich finde, man muss es auch nicht, aber hier scheitert ja die Staffel daran, dass gar keine interessanten Konstellationen erzählt werden, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, dass wir hier auch Paare sehen, die schon so zerrüttet durch diese ganzen Vertrauenspunkte sind, dass man sich so sagt, okay, diese Beziehungen sind so oder so gescheitert, egal wie das ausgeht. Und jetzt kommt man noch einen Punkt dazu, dann schreien die Fans immer, wir wollen Doppelfolgen oder will ich gar nicht. Oder zum Beispiel auch so, mach die Folgen länger. What? Ich schlafe bald ein bei den Folgen. Wieso sollen denn die Folgen länger? Das passiert doch gar nichts. Das passiert überhaupt gar nichts. Ich habe mich auch gefragt, wir haben in Folge 5, fing ja das Lagerfeuer am Ende an. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wieso machen die denn jetzt schon wieder ein Lagerfeuer? Ist doch gar nichts passiert. Was wollen die denn zeigen? Also weißt du, was ich meine? Ja, und man sieht dann in der Vorschau, dass Kader die Koffer packt. Ja, Kader weiß ganz genau, was sie im Fernsehen und bei Reality machen muss, Ramon. Also weißt du, ich meine, sie steht da und wird wahrscheinlich dann nochmal sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja, also. Das ist so billiger Kartenlegertrick. Ja, sorry. Nein, du weißt, was ich meine. Das ist so, okay, wir machen es jetzt mal spannend und stellen die Frage, geht Kader oder geht nicht? Die geht natürlich nicht. Naja, natürlich nicht, aber... Also, das ist doch nur jetzt einfach, um ein bisschen Dramatik reinzubringen. Ja. Ich weiß ganz genau, welche Hebel sie drücken muss. Und es ist ja für uns auch, weil ja Be Real parallel läuft, wissen wir ja eh, die sind zusammen. Total. Also, sie haben es geschafft, ja? Ja. Wow. Sie haben ihre 15-jährige Beziehung weiter gerettet in das 16. Jahr, trotz Temptation. Also auch lahm. Schreibt mal bitte rein, wie ihr diese Staffel empfindet. Ist es für euch so, ihr sagt, okay, ich guck's halt, weil es halt kommt? Oder wie gesagt, weil jetzt das Wetter schlechter wird und weil früh dunkel ist? Und ja, allerdings, ich muss dir ehrlicherweise sagen, also ganz ehrlich, das ist doch... das Valium der Reality-Unterhaltung im Moment. Ja, weil einfach, ne, also wie gesagt, ich finde, man muss nicht darüber reden, dass es immer krasser werden muss oder so, weil diesen Punkt kann man nicht mehr schaffen teilweise. Aber ich muss dir trotzdem sagen, dass ich einfach finde, dass man darauf aufpassen sollte, dass man Beziehungen castet, die wirklich intakt sind, wo wir auch mitfiebern, wo wir sagen, oh mein Gott, hoffentlich schaffen die das. Ich sag dir ehrlich, ich meine, ich kenne jetzt Lorik nicht persönlich und Denise, also kenne ich persönlich, aber Jana Maria jetzt auch nicht persönlich, aber wir haben ja schon mal Kontakt gehabt. Aber das ist dann auch so, wenn ich so intakte Beziehungen, also die nicht intakt sind, sorry, sehe, dann denke ich mir auch so, es ist für alle Beteiligten besser, nicht noch mehr Zeit zu verschwenden und wirklich diese Beziehungen letztendlich zu beenden. Und das ist ja das Gegenteil von diesem Format. Ich muss ja eigentlich da sitzen und muss sagen, oh mein Gott, die sind ja so toll miteinander, hoffentlich trennen die sich nicht. Und wenn ich aber sage, ja, hoffentlich trennen die sich, weil das passt eh nicht, dann geht natürlich das Format kaputt. Und ich finde, da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und ich erinnere mich dran, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Lola das auch bezogen auf diese Staffel gemeint hat, das gab es bei Temptation Island noch nie so krass, was noch nie. Es kann nur die normale Staffel gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was Krasses passiert. Ja, die Normalos müssen ja extra performen, um danach dann auch nochmal einen Auftritt bei Be Real oder so zu bekommen. Oder vielleicht nochmal mit Malisa zu schlafen. Auch inzwischen reicht eine Temptation Normalo-Teilnahme auch, um auf die Wildcard bei Promi Big Brother zu kommen. Ja. Da ist doch hier, wie hieß er? Ja, ich weiß, wen du meinst. Ihr wisst, wen ich meine, Leute. Ich bekomme halt nicht. Ja, auch das ist auch völliger also, Schwachsinn. Also, ja. Da sieht man mal, wie einfallslos doch tatsächlich hier die Casting-Verantwortlichen sind. Leider ja, tut mir leid. Muss ich leider zustimmen. Also, da war jetzt niemand auf der Liste, wo ich mir so dachte, brauche ich jetzt unbedingt. Und eine Christina und wie heißt der, Marco, will ich auch nicht sehen. Die habe ich doch zuletzt erst in Formaten gesehen. Ja. Die brauche ich jetzt nicht schon wieder. Die waren im Sommerhaus. Ah ja, stimmt, letztes Jahr, ne? Mhm. Ja, möchte ich nicht. Waren auch nachrückende Personen. Und jetzt also auch der Unterhaltungswert von der Zwiebel, ne? Ja. Das wird auch wieder, also schreibt auch mal bitte in die Kommentare, ob ihr wollt, dass man dazu Promi-BB, vielleicht können wir mal einen Talk machen oder so. Was schauen wir Kandidaten mal. Vielleicht mal vorstellen. Aber ich glaube... Du, ganz ehrlich, ich glaube, das wird wieder ein Rohrkrepierer. Ja, ich fürchte es auch. Also, da haben die nicht das Händchen für. Nein. Wenn ich noch hier ans TV denke, letztes Jahr. Ja, das war ja schon absurd, dass die auch mitmachen durfte. Wer war das überhaupt? Ich glaube, bei Deutschland. Den Namen. Ja. Also, nun denn. Also, gibt es ein paar, das du dir vielleicht mal gewünscht hattest bei Temptation, wo du sagst,
Tatsächlich Valentina und Chan vor dem Sommerhaus, hätte ich mir das gewünscht. Oh, bitte nein. Die sind doch auch noch nicht so lang zusammen. Und das Drama, nee, also nee, bitte. Aber ich ertrag's nicht mehr. Ich muss dir ehrlich sagen, mir fällt jetzt so spontan gar keins ein. Ich wette mit dir hier und heute, wir wissen, das sind pure Spekulationen. Ich sag dir, die wird bei Kampf der Reality Stars sein. Meinst du? Ich wette heute mit dir um ein Essen, dort wo wir die Tage essen waren, in dem, du weißt. Du willst schon wieder nach Leipzig kommen. Ich will schon wieder nach Leipzig kommen. Mir gefällt's gut hier. Ja, okay, dann. Ihr seid Zeuge. Gut, haben wir's? Sind wir fertig? Ja. Ist der Wetteinsatz quasi das Ende des Videos? Ja. Komm. Oder? Machen wir schon. Oder hast du noch mal? Ey, ich bin gerne offen dafür. Aber ich habe ehrlich gesagt alle Themen abgefrühstückt, die ich habe. Ich auch. Und ich finde, wir haben das aber ganz gut auf den Punkt gebracht. Also die Kritik, muss ich wirklich sagen, wird immer lauter von den Fans. Und auch witzig, ne? Die Leute sagen immer, ja, ihr nehmt unsere Änderungswünsche gar nicht an. Wo ich mir so denke, Leute, die sind jetzt wahrscheinlich im Schnitt bei Folge 10, 11 oder so. Denkt ihr, die werden jetzt rückwärts machen und die Folgen für euch nochmal umschneiden? Nein, und auch, ehrlich gesagt, der Schnitt rettet auch nichts, weil es sind ja die Geschichten, die nicht funktionieren. Da kannst du nichts schön schneiden. Nee, also ich kann auch nicht nur aus einer Bubble einen Cast zusammenstellen. Schwierig. Also es ist ja alles nur Bachelor. Bachelor in Paradise oder Ex on the Beach. Und so ein gutes, gefestigtes Reality-Paar. Finde erst mal eins. Ja, eben. Finde mal eins. Sag mir mal eins. Dominik, Bachelor Dominik und seine Freundin Anna. Ja. Aber die würden da nicht mitmachen. Die würden da nicht mitmachen. Würden nicht mitmachen. So, dann hört es auch schon auf. Da hört es auch schon auf. Ja. Mich würde dann lieber, ganz ehrlich, dann würde mich mal lieber eine schwule Variante interessieren. Ja, finde ich auch gut. Aber da wissen wir auch, wie es ausgeht. Betrügen sich alle und gehen getrennte Wege. Surprise! Plot Twist! Bye!